Ganze 6 Bundesligaspiele hat Marc Stendera 2017 bestritten. Im Trainingslager in Alicante will der so oft verletzte Pechvogel der Eintracht wieder angreifen. Seine Leidenszeit hat er abgehakt. Ja, so ist das im Fußball. Ist nicht immer so, wie man sich das vorstellt, das ist klar. Aber deswegen gilt es, dass man hart arbeitet im Training, sich anbietet. Wenn man die Spiele bekommt, zeigt, dass man spielen will. Und ja, wie gesagt, den Rest, das sind Sachen, da muss jeder Spieler durch. Da muss man mit der Situation umgehen können und die muss man auch annehmen. Mit den Rückkehrern Mascarell und Fabian hat Stendera künftig noch mehr Konkurrenz im Mittelfeld. Der Youngster schätzt allerdings vor allem deren Wert für die ganze Mannschaft. Ja, ich glaube, wer sich die Spiele angeguckt hat, weiß, dass Oman ein extrem wichtiger Spieler ist, der vor der Abwehr alles abräumt, auf den man sich immer verlassen kann. Und Marco Fabian natürlich, der jede Minute dann mit einer Einzelaktion auch mal das Spiel entscheiden kann. Seine persönlichen Ziele formuliert der 22-Jährige so: gesund bleiben und möglichst viel spielen. Und wie sieht es mit seinen Europapokalträumen aus? Ja, wieder die üblichen Fragen. Europa, natürlich ist es schön. Welcher Spieler möchte nicht nach Europa? Steht ja außer Frage. Aber wir müssen realistisch bleiben. Wir müssen jedes Spiel 100% geben, um einfach die Punkte zu holen. Und wenn wir das machen, besteht eine gute Möglichkeit. Aber wir müssen es abrufen und was dann passiert, das werden wir dann einfach sehen.